Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Evil Within 2. So, wir hatten gespeichert und gingen gleich weiter Richtung Dorf. So, und jetzt werden wir das systematisch abarbeiten. So, wir gucken mal auf die Karte ganz geschwind. So, wir sind hier. Hier ist unsere Hauptmission. Da müssen wir mal hingucken demnächst. Wir arbeiten jetzt erstmal die ganzen Häuser ab. Also, ich hätte gesagt, wir gehen nochmal hierher. Da waren wir auf dem Dach schon, aber vielleicht kommen wir unten noch rein. Dann gehen wir hier zum Resonanzpunkt und schauen uns dieses Gebäude an. Das ist nämlich da, wo die Busse unterwegs sind, wo die stehen. Und hier in dem Bereich wandert die Frau mit den Sägeblättern rum, ja, mit der Kreissäge. Mal gucken, vielleicht können wir die auch besiegen. Ich weiß es gar nicht. So, das ist so das Ziel. Und dann weiterhin natürlich die... Wie sag's mir schnell, das Dorf komplett abzusuchen. Die Stadt Union, das Dorf, ja. Stadt, Dorf, weißt du, was ich meine. So, wir wollten als erstes dahin gehen. Hier kann man sich frei bewegen, deswegen renne ich ein bisschen schneller, weil wir haben hier schon alles sauber gemacht. So. So, gut, hier ist noch ein bisschen was. Leichte Kräuter. Ja, Wahnsinn. Da sind auf jeden Fall Bilder. Die müssen wir wahrscheinlich... Es ist versperrt. So, wir laufen jetzt zum Resonanzpunkt erst einmal. Uah, Alter! Warum? Oh, da spawnen Gegner. Und wie viele? Da, 3, 4... Was haben wir da? 6 insgesamt, oder? Wundert es mich, dass hier keine gespawnt sind, als da drüben der Fuß runterkam. Huch. So. Was ist denn hier? Da ist eine Hupe. Ja, die Hupe wollte ich jetzt nicht drücken. Da lockt mir ja nur die ganzen Leute an. Da ist schon wieder so ein Haufen voller Toter. Schade voll. Wie barbarisch manche Menschen sind. Da ist nichts drin, der hat auch nichts. Scheiße. Alter, geh weg! Was bist du? Geh weg! Eieiei! Geh weg! Sie fix. Oh oh. Ah. Alter. Immer in die Locke. Nein. Ja, ich wollte die 4. Die 4 bitte. Nee, wo ist denn mein... Da ist sie. Oh oh. Oh, Glück, 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 Glück.
Oh oh. Nein, die 4. Nein, die 3. Ey. Watch this. Au. Nein, bitte nicht! Geh weg! Ah, oh, wir haben sie! Oh, Gott sei Dank sind die Jungs da drüben nicht munter geworden. 1500 gibt die. Oh, was das Munition gekostet hat. Ich hab nichts mehr, gell? Nee. Brennen die Leichen. Warum? Ja, das hat der Typ doch gesagt, bevor sie sich verwandeln. Also muss ich trotzdem mal hier in den Bus reingucken, weil ich glaube, hier lag was, oder? Lag hier was? Nö. Ja, Rauchpulver. Nutzt keiner. So, hier hinten war nichts mehr. Da haben wir schon aufgesammelt. Hier kommen wir überhaupt nicht rein in das Gebäude, so wie es aussieht. Okay, aber der Plan steht fest. Wir haben, okay, jetzt haben wir den Busbereich. Dieses Restaurant, Schrägstrich, Hotel, Motel, fertig. So, jetzt muss ich erstmal Munition sammeln. Schwierig. Da kann ich nichts raussuchen. Hm, über die Leiche, jawohl. Da ist noch was drin. Oh, die Gegner sind schon echt gut gemacht. Muss man ganz ehrlich sagen. Ah. Sehr schön. Da ist nichts mehr. So. Sodele. Perfekt, da in dem Diner waren wir jetzt schon. Da kommen wir nicht rein. Ist alles verschlossen. Da drüben weiß ich nicht, wie viele sind denn da. Da liegt auf jeden Fall Nägel liegen dort. So, wie viel hast du denn da? 1, 2, 3. Okay. Wollt ihr jetzt eigentlich die Flasche haben? Nee, die Flasche? Ah, ist nur einer, der da kommt, oder? Scheiße. Ah, zwei wären auch schon gut, ne? Na komm, eine habe ich noch. Oh fuck. Oh nee, oder? War der jetzt so clever? Oh scheiße. Das war ja gar nichts. Das war. Oh, ich hab nichts, gell? Hahaha. Scheiße!
Bisschen Munition wäre cool. Oh oh. Nein, 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 nicht so. Oh, das ist Glück, das ist Glück, das ist Glück, die Bearbeitung. Oh, 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 oh. So, einer ist noch, ne? Einer müsste noch. Nee, die haben sich. Jawohl, dann wurde der eine noch von der anderen getroffen. Jawohl, so muss sein. Ah, herrlich. So. Überall diese Tentakel. Komme ich da drüben hin? Nee. Nee, will er nicht. Gut. Ja, ist auch ein bisschen hoch. Da würde ich auch nicht freiwillig hingehen. So, was hast du da? Das sieht nur komisch aus. Das ist nur abgeplatztes Holz. Das war echt Glück. So, das haben wir. Da liegt noch eine Flasche. Nee, Schießpulver. Das hätte ich fast stehen lassen. So. So ist er ja fit, ne? Aber manchmal, da fraße dich wirklich. Was ist mit dir, Sebastian? Er bringt die Sauferei auch nichts. So, Open Devil's Own. Ist das der Unterschlupf? Nee. Das ist ein anderes Gebäude. Das ist denn hier? Das ist auf jeden Fall die. Oh, eine Jukebox. Nicht, dass da die. Die Hexendame wiederkommt. Hexendame, sage ich schon, der Geist. Was macht er nicht? Der will da nicht drüber springen. Da vorne liegt aber irgendwas. Ein Tagebuch. Tagebuch des Wirts. Der letzte Eintrag in diesem abgegriffenen Tagebuch. In Taproom ist einiges los. Die Geschäfte laufen. Zurzeit kommen Massen neuer Leute nach Union und alle haben Durst. Wenn das so weitergeht, kann ich mich endlich leisten, Fassbier auszuschenken. So, dann haben wir, Pete beschwert sich über die Massen. Aber ich sage, je mehr, desto besser. Er war schon immer ein übellauniger Typ. Aber in letzter Zeit verhält er sich noch komischer. Er sitzt an seinem Stammplatz, guckt neue Gäste schräg an und murmelt vor sich hin. Ich würde ihn rausschmeißen, aber er ist mein bester Kunde. Stu, der Wirt. Scheint noch recht jung zu sein. So, hier geht's ins Lager. Sicherung, sehr gut. Oh. Was ist mit dir? Ach, warte mal. Vielleicht sollte ich die Hauptmission doch mal aktivieren. Weil kann das sein, dass das was mit den Bildern zu tun hat? Fällt mir jetzt gerade so spontan ein, ne? Aber wir wissen schon mal, also hier, Devil's Own Taproom, da müssen wir auf jeden Fall, da hinten wird geschossen, das ist jemand in Schwierigkeiten. Ja, aber ich will erstmal, oh, da trägt die einfach so das Zeug rum.
Wie viel haben wir denn da? 3 Stück? Ach du Scheiße. 3 Stück ist schon wieder eine Hausnummer, ne? Da ist aber auch nichts mehr, gell? Nee. Probieren wir mal was. Oder wir basteln uns jetzt einfach mal schnell, auch wenn's. Nein? Na, jetzt habe ich's gemacht, gell? Ist ja fix. Machst du mal 2 schnell. Ist zwar teuer, aber wir müssen es jetzt mal machen. Weil ich brauche die. Die können wir auch... Nee, das ist jetzt mir wirklich zu teuer. Zurück, zurück. Glaube ich, beide erwischt, gell? Ups. Nee, nur eine. Ja. Oh. Oh, hinter mir. Oh, das war pures Glück und schade, die Axt ist wieder weg. Ja, war das jetzt unkoordiniert, aber trotzdem irgendwo cool. Haben wir es doch noch hingekriegt. So. So. Die Hammer. So, wir sammeln wie gewohnt alles erstmal ein. Zerdeppern auch die Kisten dann gleich. Da ist schon nichts mehr. ...546 haben wir schon wieder, das ist sehr geil. So. Da ist wieder einer, ne? Da. Ich hoffe, der hört das nicht. Wie ich da die Kiste zerdeppere. Ah, oh, halt, warte. Falscher Knopf. Als ob die wissen, dass wir da kommen, gell? Was hören wir uns das noch an? Oh oh. Die Lache, das war doch... Lagerraumschlüssel. Mit diesem bei einer Leiche in der einer Gasse gefundenen kleinen Schlüssel kannst du den Lagerraum in der Nähe der Post-Plus-Filiale öffnen.
Das ist, glaube ich, da, wo das Schlüsselzeichen war, diese kleine Lagerhalle. Wo ein Schlüssel ist, ist auch ein Schloss. Aber wo genau? Wir wissen, Sebastian, ich glaube, wir wissen es. So, Schrotflintenmuni auf der 2 rechte Taste R, bitte. Das Lachen, das war doch wieder diese Kreissäge schwingende Dame, oder? Fuck. Nö. Warum? Warum? Ups. Oh oh, habt's das? Scheiße. Moin. Fuck. Lauf, Sebastian, lauf. Oh, die läuft mir auch genau hinterher, ne? Kann ich mich in dem... Lauf, Sebastian! Warte, ganz kurz. Oh, jetzt... Nee, warte, 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 warte. Ja? Nein? Zurück? Wie viele kann ich bauen? Eine nur. Scheiße, weil ich nur einmal Schrauben habe. Eine? Oh, da will der 8 haben. Wie viel kriege ich zusammen? 2. Oh. Ja, das ist Quatsch. Das hält die nicht auf. Oh. Nein. Oh Kacke, wo haben wir gespeichert? Das ist saufreundlich von dem Spiel, dass der uns hier wieder rauslässt. Ja, pass auf. Ich will die trotzdem fertig machen. So. Wo ein Schlüssel ist, ist auch ein Schloss. Ey, was du nicht sagst, Digga. Aber wo? So, warte mal. Was ist denn da zweckmäßig? Nee, warte, warte. Kuh. Na, komm, wir machen es jetzt einfach. Hilft ja nichts. Genau. So, erstmal nachladen alles hier. Ich würde sagen, ich fange erstmal hiermit an. Weil da habe ich nämlich 2 Schuss von. So. So, die bürstelt sich da jetzt erstmal zusammen.
Nein! Krieg ich den? Hm. Bitte nicht. Oh, ich... scheiße. Warte, ich will den da. Nein, ich krieg den nicht mehr. Lauf da rein, 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 lauf da rein. So, was habe ich denn hier noch? Ich hab nichts mehr, gell? Oh oh. Eine Axt. Auf der Seite waren wir schon, gell? Ja, da sind wir rübergeklettert. Ja. Hm. Yeah. Genau. Oh, ich brauche Munition, Digga. Wie soll man die sonst bekämpfen? Oh, Schießpulver, sehr gut. Drei Stück. Jetzt müssen wir leider zurückgehen in den ersten Unterschlupf, weil wir den zweiten noch nicht freigemacht haben. Dann müssen wir uns mal ein bisschen Munition wieder basteln. Ach so, ja, und hier müssen wir rein. Sehr gut. Schade. Boah, siebenmal, sehr gut. Ja, hallo. Langläufige Schrotflinte. Diese Reparatierschrotflinte mit einer mittleren Reichweite hat einen langen Lauf, damit sie auf größere Entfernung Schaden verursacht. Ja, voll gut. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, aber sowas von. R? Möchte gerne diese welche auf der 2 haben. Was? Und ich habe 3 Schuss. Oh oh. Nein, der Geist. Scheiße. Immer noch verschlossen. Scheiße, wie komme ich hier raus? Mach auf die Scheißtür.
Wie spielt mit uns die Frau? Habe ich kein Tier bekommen oder sowas, gell? Unterschlupf, speichern. Erstmal auffrischen. Und dann gehe ich mal vor an das Tor, damit die Hauptmission quasi aktiviert ist. So, müssen hier hinter. Warte mal, aber trotzdem, ein Tier haben wir, glaube ich, gesehen, ne? Oder haben wir bekommen. Hey, Digga. Na, wie geht's dir? Ja, eins haben wir. Komm schon. Ich bin's, Kidman. Schön, dass du noch da bist, Sebastian. Nach Beacon wollte ich herausfinden. Alle sagten, ich hätte Wahnvorstellungen. Oder würde die Wahrheit verbergen. Irgendwann fing ich an, ihnen zu glauben. Dass ich vielleicht verrückt bin. Ich war so frustriert. Fühlte mich nutzlos. Die Trinkerei machte den Schmerz erträglich. So viel verschwendete Zeit. Ich hätte mich zusammenreißen sollen. Scheiße. Mach dir keine Vorwürfe, Sebastian. Wenn Mobius nicht gefunden werden will... Hör auf, mich in Schutz zu nehmen, Kidman. Ich hab's vermasselt. Sebastian, jetzt ist nicht die Zeit, in der Vergangenheit zu wühlen. Jetzt ist die Zeit, es wieder gut zu machen. Selbstmitleid hat dich erst zum Trinken verleitet. Du kannst dir zurückholen, was du verloren hast. Verlier das nicht aus dem Blick. Hart, aber wahr. Du hast recht, Kidman. Danke. Ah, Mietzille. Scheuchst sie weg und dann gibt's uns trotzdem noch was. Sehr gut. Wieder 700. Bei 1800 sind wir jetzt so, wir wollten unsere Waffen mal ein bisschen auffrischen. So, zeig mal her hier. Erstmal Herstellung. So. Oh, 14. Das ist so Mint. Oh, ich hoffe immer noch, dass wir Schrotflintenmuni kriegen, gell? Müsste noch einer im LKW liegen, gell? So, da haben wir alle. Und trotzdem noch genug Kraut übrig. Verbesserungen. Schrotflinte. Feuerkraft am besten, hä? Auf jeden Fall 100. Auf 115, 120, das ist brutal teuer. So, dann nochmal zurück. Die Feuerrate, Ladezeit. Feuerkraft hat man jetzt gerade, gell? 80. Das ist schwierig. Ich sammle noch ein bisschen. So. Können wir uns wenigstens noch ein bisschen tun? Wir haben 15.000. Nee, 18.000 haben wir. Schauen wir mal da rein. Und wir müssten, glaube ich, einen Schlüssel haben, oder? Treffen, Detective. Nee, Quatsch, zurück. Zwei Schlüsselhammer. Sehr gut. Das nehmen wir auf jeden Fall. Das können wir jetzt nicht mehr nehmen, gell? Sind wir voll. Das ist schon mal sehr gut. Oh Gott, oh, Gott sei Dank. Schrotflintenmuni. Sehr, sehr gut. Die Gesundheit sollte man mal mehr in Betracht ziehen. Ja, hilft nichts, wir brauchen es. Auf 200 hoch, das sollte ja wohl sehr gut sein, oder? Machen wir hier Athletik. Was denn hier? Chance, einen Angriff automatisch auszuweichen.
der dich verletzt hätte. Okay. Funktioniert nicht bei allen Angriffen. Ausdauerschub, Regeneration. Der Ausdaueranzeige beschleunigt sich. Das wäre natürlich auch was. Haben wir hier noch was, was wir nutzen können? 3000. Das wäre das um die Ecke. Oh, das ist gut. Das nehme ich. Jawohl. Sie wirken entspannter, Detektiv. Haben Sie einen Freund in dieser gefährlichen Welt gefunden? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, wem ich hier vertrauen kann. Anwesende eingeschlossen. Und das nach allem, was wir zusammen erlebt haben. Einsamkeit und Misstrauen sind keine Anzeichen von Wahnsinn, aber lästige Nebenwirkungen. Sich von anderen abzuschotten, verschlechtert nur ihren Zustand. Mhm. Sie sind ein Mensch. Sie brauchen Kontakt zu anderen, wie Pflanzen das Licht. Ich brauche im Moment nur den Kontakt zu ihrer Maschine. Ich habe noch einen langen Weg vor mir. Immer diese unterschwelligen Botschaften. So. So, Brustplatzhammer. Munitionstechnisch. Nachladen. So, wir schnappen uns jetzt gleich die sägeblattschwingende Dame. Aber wir gehen jetzt erstmal hierher und aktivieren. Aktivieren mal die Hauptmission nebenbei. Ja, da ist das eine Bild. Schaut. Was zum Teufel soll das hier? Brandtheater. Verdammt. Lily ist da drin. Sie haben den Auftritt meiner wunderschönen Obscura nicht gewürdigt. Vielleicht gefällt Ihnen das hier mehr. Hören Sie. Nein! Hilft mir da niemand! Du Bastard. Mein bislang größtes Werk steht bevor. Aber Sie sind es nicht wert, es zu bestaunen. Nicht bevor Sie lernen, meine Kunst zu respektieren. Hören Sie sich Ihre Schreie an, die Echos meines Werks. Kunst respektieren, was? Es wird Zeit, Hoffmanns Theorie zu testen. Diese Krattler, dieser Elendige. Gut, die werden wir geschmeidig umgehen. Weil das erste Bild haben wir gefunden. Das war in diesem Devil's Tap Room. Taphouse-Gaseffekte. Das ist quasi hier die Straße runter. Drüben ist es. Da ist es doch schon, jawohl. Genau hier. Das ist also seine Kunst? Zünd's an, Digga. Wollen
Wollen wir mal loslegen. Alter. Mist. Abgeschlossen. Ich muss einen Schlüssel jetzt. Du wirst Kunst. Du wirst Teil meiner Obscura. Leicht. Stabiler als Ton. Weicher als Marmor. Wirklich das perfekte Medium. So kann ich mich nicht konzentrieren. Eine Skulptur braucht keine Zunge. Alter. Huch. Ich wollte eigentlich die Pistolenmuni haben. Glück im Unglück. Ah, wir haben noch eine Axt. Sehr gut. So. Wo ist die andere? Hängt die da noch an dem Tor? Nee, da ist er. Na, wo gehst du hin? Auch schön verdeckt. So, jetzt möchte ich aber gerne mal kurz zurückgehen, da in den Mittelgang. Ob da noch was ist? Nee, gell? Nee, da ist nichts. Okay. Er ist ziemlich zügig unterwegs. Oh oh. Na gut. Das lassen wir mal. So, dann holen wir uns nochmal schnell die andere Axt. Weil das, was wir haben, Hammer. Aber wir werden besser mit dem Sneaky sein. Aber man merkt, dass nicht jeder Schleichangriff gleich funktioniert. Herrschaftszeiten, Basti, was ist los mit dir?
So. Ich kann nicht rennen. Bitter. Da ist es ja. So. Wie muss ich laufen? Bleib ich da hängen? Das sieht doch ganz gut aus hier, oder? Okay, Hoffmann. Oh, 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 die habe ich gar nicht gesehen. Hoffentlich hatten sie recht mit dem Zerstören. Los geht's. Devil's Own Taproom. So heißt das Ding. Das Werk dieses Freaks zu zerstören war Balsam für die Seele. So, jetzt fehlt nur noch eins. So, den haben wir. Aber wir haben jetzt noch eine Rechnung offen. Mit unserer kleinen, sägeblattschwingenden Dame. Na, wo ist sie? Da. Na du? Ups. Ja, der Treffer muss sein, der muss sein. Ups, der müsste nicht sein. Jetzt muss ich kurz weg. Ja. Den haben wir. Oh. Sehr schön. Sehr gut. Gut, gut. So, ganz kurz mal. Oh, was ist das hier? Die Pistolenmunition, genau. Aber hier war doch. Warte mal, die Pistolenmunition? 28 Meter. Das wäre die Richtung. Haben wir nichts mehr? Oh, hier. Ach, ich dachte, in dem Auto wäre noch was drin, aber ist nicht. Fertig. Gehen wir gleich hin. Aber muss erstmal hier schauen. Was hast du denn da noch im Flacken? Okay. War jetzt hier am Auto nicht einer? Oder sind die alle rübergelaufen? Hydranten aufdrehen. Wasser leitet Strom. Ja, das stimmt, ne? Mach das mal. Vielleicht kann ich sie überraschen.
Hey, hey, Sie da drüben! Sie müssen mir helfen! Na los, Mann! Ich weiß, Sie können mich hören! Helfen Sie mir! Oh, alle beide, jawohl. Schön, schön. Oh. Hat's beide erwischt? Oh, fuck, da oben. Ja, nee, oder? Scheiße! Da sind noch mehr! Die kommen von da drüben! Oh, scheiße. Oh, wo speicherten der mir das? Das war jetzt eigentlich gar nicht mal schlecht, wie die standen, weil die hätte man nur noch am Boden schießen müssen. Dann wären die verbrannt. Ach du Sch... Oh. Oh, sag jetzt nicht. Hab ich... Oh, die Dame lebt noch. Ja, wie viele sind denn das, Alter? Vielleicht kann ich sie überraschen. So, wie machen wir das jetzt, ha? Am geschicktesten. Boah, das funktioniert jetzt wieder nicht. Alter, geleck. Lass mich rein da. Ich komm nicht rein. Das war jetzt sinnlose Munitionsverschwendung, aber sowas von. Alter, wie komme ich denn da rein? Rein. Er lässt mich nicht rein. Ist doch nicht wahr, ey. Das ist doch Kacke. Mal ganz ehrlich.
Ah, oh, kacke. Oh oh. Nein! Echt jetzt? Scheiße! Danke! So, bevor ich zu dir gehe, hole ich mir erstmal das ganze Glibberzeug. Alter, was für ein Kampf! Sie haben mir den Arsch gerettet. Hätte nicht gedacht, dass jemand kommt. Sie sind aus dem Suchteam. Wie sind Sie hergekommen? So Sykes, ne? Ich habe was gesucht. Was genau wäre das? Hier ist es gefährlich. In meinem Unterschlupf reden wir. Nach Ihnen. Na los! Ja, warte, warte, warte. Nebenmission. Ich will erstmal das ganze Zeug hier aufsammeln. Oh, weh, das ist weg. Oh, ich dachte schon. Mann, 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 Mann. Ich will erstmal alles aufsammeln. Alles aufsammeln. Ah, liegt die Ball auf was rum. So, der LKW kommt. Oh, 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 warte, warte, warte. Der hat mir auch was da gelassen. Sehr schön. Da ist nichts. Das Blümli nehmen wir mit. Das Fläschchen auf jeden Fall. Yep. Da geht's rein, glaube ich. Und hier noch. Alter, warte mal, was ist denn hier los? Da ist nur was. 18 Meter? Kommt es. Da liegt ein Toter. Das holen wir uns noch schnell, oder? Da ist wieder so eine Tante, ne? Kann ich da drum herum schleichen? Wir probieren es mal. Da vorne ist sie. So. Da komme ich nicht durch, gell? Nee, lässt er nicht zu. Aber hier liegt noch was Schönes. Der erste Schuss dann nur sitzen würde.
Sehr schön. Dusel, gut, dass wir eine Axt dabei hatten. Sammeln wir quasi erstmal den ganzen Schrott auf und dann gehen wir zu Sykes rein. Oh, die arme Wurst, ey. Dieses Auto, ne? Dieses Auge. Habe ich Auge gesagt oder Auto? Ich weiß es nicht mehr. Aber das ist ja katastrophal, ey. So. Komme ich da auch hoch? Nein, da komme ich nicht hoch. Sonst nichts mehr. So, jetzt gehen wir mal in den Unterschlupf. Voll gut, dann haben wir das auch. Ah, hier liegt sogar noch was. Gucke. Hier lang. Wir kommen hier nicht rein. Danke nochmal für Ihre Hilfe. Mein Name ist Sykes. Sebastian Castellanos. Castellanos, hä? Hab von Ihnen gehört. Sie haben Beacon überlebt, richtig? Woher wissen Sie das? Ich bin STEM-Programmierer. Kann aber auch noch andere Sachen. Wie Informationssystem hacken. Ich weiß Dinge, die sonst niemand weiß. Nicht mal andere Mitglieder des Teams. Dann wissen Sie, wer Lilly ist. Ja, wir alle versuchen sie zu finden. Hatten aber noch kein Glück. Deswegen sind sie hier. Genau. Aber wenn Sie mir dabei nicht helfen können, gibt es nichts mehr zu besprechen. Viel Glück. Hey, Moment. Wir könnten uns trotzdem gegenseitig helfen. Dann mal raus damit. Kommen Sie, es gibt hier eine Menge Sachen, die Sie wahrscheinlich gut gebrauchen könnten. Die können Sie haben, als Dank für vorhin. Kommen Sie wieder, wenn Sie meinen Vorschlag hören wollen. Was, das ist alles? Geizhals. No, nee, hier liegt noch ein bisschen Munition. Oh, Gott sei Dank. Oh, wenigstens zwei Schuss. Oh, Spieglein, Spieglein. So, dann gucken wir doch mal, was wir hier noch alles haben. Kaffee brauchen wir jetzt erstmal nicht. Da, zum Speichern, hier ist noch was. Da ist nichts drin. Okay, und was er uns für einen Vorschlag unterbreitet, hören wir uns in der nächsten Folge an. Und ich werde jetzt erstmal hier geschmeidig speichern. Und ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei The Evil Within 2. Ciao, macht's es gut.